Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten vier Videos mit der Herleitung beschäftigt, warum eigentlich Generics? Und wir sind eben zum Schluss gekommen, Generics ermöglichen uns eben Klassen zu schreiben oder Methoden zu schreiben, die eben für mehrere Typen anwendbar sind. Gleichzeitig erhalten wir aber die Typsicherheit und vermeiden Boxing-Unboxing im Vergleich zum Einsatz der Klasse Object, wenn wir die einfach einsetzen würden. Und wir schauen uns neben der List of T, die wir uns ja schon in einigen der vorherigen Videos etwas genauer angeschaut haben, eben jetzt mal auch andere Collections an, die im .NET Framework noch enthalten sind. Und all diese Collections findet man eben hauptsächlich im Namespace systemcollections.generic. Und wir gehen einfach mal durch. Wir haben hier ein Dictionary of T-Key und T-Value. Hier haben wir jetzt den Fall, dass wir eben eine Klasse haben, die eben nicht nur ein Generic definiert, sondern zwei. Und ein Dictionary repräsentiert immer ein Mapping zwischen einem Schlüssel und einem dazugehörigen Wert. Deswegen auch dieses T-Key und T-Value hier. Und hier sieht man auch gleich die Konvention für die Schreibweise. Wenn man mehrere Generics hat, dann benutzt man nicht eben einfach bloß das große T, sondern man nutzt hier eben einen besseren Bezeichner für den ersten Generic und einen besseren Bezeichner für den zweiten, eben direkt Key und Value, weil das ja das Mapping dazwischen ist. Aber diese haben jeweils den Präfix groß T. Einfach bloß nochmal als Hinweis dafür, hey, hier, ich bin ein Generic, bitte löse mich auf, wenn wir das Objekt instanzieren. Also was macht man in Dictionaries? Man hält eben bestimmte Keys fest und die müssen eben hier, also oft macht man eben ein Mapping beispielsweise von ID eines Objekts zum aktuellen Objekt hin. Wir haben ja unsere Mitarbeiterklasse schon öfters gesehen und da ist eben auch eine ID drauf, wenn wir uns nochmal erinnern. Hier haben wir den Mitarbeiter. Ja. Und wir haben hier eben gar keine ID drauf. Also machen wir mal spaßeshalber eine ID mit drauf, damit wir die auch haben. So. Und wenn wir eben diese ID hier haben, könnten wir ein Dictionary von int zu Mitarbeiter machen. Und als Schlüssel werden eben jeweils diese IDs der Mitarbeiter angegeben und dann kann ich mit der Indexer-Schreibweise auf das Dictionary zugreifen, hier eben einen Schlüssel übergeben, beispielsweise die 87 und dann würde ich eben das Mitarbeiterobjekt bekommen, das die ID 87 hat. Wichtig ist beim Dictionary auch natürlich, dass diese Schlüsselwerte eindeutig sind. Also ich kann quasi nicht zweimal ein Objekt mit dem Schlüssel 78 beispielsweise einfügen, das geht nicht. Diese Keys müssen eindeutig sein und durch diesen Zugriff über einen Key und nicht direkt über einen Index ist das Ganze natürlich auch etwas schneller, als wenn wir beispielsweise auf eine Liste mit einem Index zugreifen. Ja, als nächsten Typ schauen wir uns kurz das Hash-Set an. Das Set ist auf Deutsch die Menge und ein Hashset ist eben eine Collection, die keine Duplikate enthält. Das heißt, wenn ich beispielsweise versuchen würde, in ein Hashset of int zweimal die 5 einzufügen, dann würde beim zweiten Hinzufügen das nicht ausgeführt. Das heißt, wir haben auch nach dem zweiten Aufruf mit der 5 nur eine 5 im Hashset. Er sorgt quasi beim Einfügen dafür, dass eine Überprüfung stattfindet, ob das Objekt schon im Set existiert oder nicht. Dieses Hash-Set nutzt eben einerseits die Equals-Methode von Object, andererseits natürlich GetHashCode. GetHashCode ist etwas schneller im Normalfall auszuführen als eben die Equals-Methode auf Object, aber das schauen wir uns in einem späteren Beispiel auch nochmal genauer an. Ja, die Linked List
die benutzt eben intern kein Array, um die Sachen abzulegen, sondern die nimmt die Elemente entgegen und packt sie in sogenannte Wrapper-Klassen. Das sind sogenannte Nodes in diesem Fall. Und diese Nodes sind eben miteinander verknüpft. Also es ist ganz genauso wie verkettete Listen in C, wenn Sie das im letzten Semester durchgenommen haben. Und eine Node kennt eben jeweils den Vorgänger, wenn es einen gibt, und den Nachfolger, wenn es einen gibt. Also wenn die Node eben nicht eben am Anfang oder am Ende der verketteten Liste liegt. Das ist eben eine unterschiedliche Vorgehensweise bei den unterschiedlichen Listen. Aber wie man die Elemente intern ablegt, und genau, das ist eigentlich der wesentliche Unterschied zu List of T, da ist gleich der nächste. Ja, den Typ haben wir eben schon etwas genauer angeschaut und wir haben hier eben gesagt, das ist der häufig eingesetzte oder am häufigsten eingesetzte Collection-Typ und den werden Sie auch sehr, sehr oft in Ihren Programmieraufgaben dann einsetzen. Dann haben wir eine Queue, das ist genau das umgedrehte Prinzip zu einer Schlange. Das heißt, hier wird eben nicht nach LIFO ein Element entnommen, sondern nach dem sogenannten FIFO-Prinzip. Was heißt das? Man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Warteschlange, beispielsweise an einer Kasse. Wenn gerade ein Kunde bedient wird und mehrere neue Kunden kommen eben hinzu, dann stehen die sozusagen in der Schlange. Der erste, der reinkommt, steht am Anfang. Der zweite, der reinkommt, die stapeln sich so ähnlich auf wie beim Stack. Allerdings, wenn eben der Kunde, der bedient wird, fertig ist und der nächste kommen kann, nimmt man eben der erste, der reingekommen ist, in diese Schlange, also den vordersten sozusagen. Und das ist eben das sogenannte FIFO-Prinzip, First in, First out. Das Sorted Dictionary repräsentiert eben ebenfalls wie das Dictionary auch ein Mapping zwischen Schlüssel und Wert. Allerdings sind eben diese Schlüssel innerhalb des Sorted Dictionaries nochmal automatisch sortiert in einer bestimmten Reihenfolge und dadurch ist der Zugriff nochmal etwas schneller als beim normalen Dictionary. Ansonsten funktionieren diese Typen beide gleich. Ähnlich beim Sorted Hash Set ist ebenfalls eine Menge an ohne Duplikate, aber die Werte innerhalb dieser Menge sind eben sortiert im Vergleich zum normalen Hash Set. Und es gibt auch eine Klasse Stack of T, das heißt, wir müssen nicht unsere Klasse Stack of T selbst weiterverwenden, sondern es gibt bereits diese Klasse im .NET Framework und die ist eben analog umgekehrt zur Queue, eben nach dem LIFO-Prinzip Last in, First out, die entsprechende Datenstruktur. Ja, nochmal kurz was zur Historie von .NET. Diese Generics, wie wir sie im letzten Video genauer kennengelernt haben, diese gibt es erst seit .NET 2.0. Das heißt, .NET 1.0 hat quasi noch nach dem Prinzip, wie wir es beim Stack der Object genutzt hat, so wurden auch die Collections dort zusammengebaut. Also man hat eben Object als allgemeinen Typ eingesetzt, damit man nur eine Klasse implementieren muss. Allerdings hat man eben dadurch die Typsicherheit und das Boxing-Problem gehabt. Und all diese Klassen, die eben Collections sind und nicht generisch, die findet man im Namespace System.Collections. Das kann man auch einfach mal in der MSDN nachschauen, wenn Sie das möchten. Dann geben Sie hier oben rechts einfach System.Collections mal ein und kommen hier eben zu diesem Namespace. Und wir sehen hier eben, das sind die Typen, die hier mit drin sind. Wir haben hier anscheinend auch eine Hash-Table. Das ist eben ein Dictionary, aber nicht mit Generics typisiert. Genauso haben wir eine Queue, eine Stack, eine Sorted-List, eine Array-List. Das ist eben die Liste, die intern ein Array verwendet, aber genauso wie unsere vorherige Klasse eben Object einsetzt. Ja, nutzen Sie diese Klassen nicht mehr. Das zeitgemäßeste ist eigentlich wirklich, dass Sie diese System-Collections.Generic-Namespace einsetzen, die Typen, die darin enthalten sind. Und
Wir sehen hier eben diese Typen, die ich Ihnen teilweise aufgezählt habe. Hier haben wir Stack, Sorted Set, eben Hash Set, List of T, Queue of T und so weiter. Und der Vorteil der Generics, die wir eigentlich schon im letzten Video angesprochen haben, die sind einfach viel zu groß, als dass man zurück müsste zur ArrayList beispielsweise. Und deswegen nochmal mein Tipp, diese alten Klassen sind sozusagen noch aus Kompatibilitätsgründen im .NET Framework enthalten. Wenn Sie aber Collections einsetzen, und das sollten Sie ab jetzt wirklich tun, anstatt Arrays, weil eben die List of T viel einfacher beispielsweise zu handhaben ist und man sich auch nicht über das Problem, der Array ist jetzt voll, wie mache ich weiter, ärgern muss. Deswegen sollten Sie wirklich List of T ab jetzt einsetzen, anstatt Arrays. Ja, so viel zu den internen Typen von .NET. Die, also wie gesagt, List of T ist wirklich das, was man am häufigsten einsetzt. Die anderen, also Dictionary ist wohl das zweithäufigste, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen. Die anderen sieht man im echten Programmieralltag eher selten, je nachdem, wo man eben gerade unterwegs ist, kann aber der Einsatz eines Hashsets und so weiter aber doch sinnvoll sein. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und in den nächsten Videos werden wir uns dann zu den Interfaces für Collections mal genauer auseinandersetzen. Dies ist nämlich auch ziemlich interessant, wie die aufgebaut sind im .NET Framework und dass ein gewisses Interface, nämlich Enumerable of T, auch eine sehr große Wichtigkeit für die For-Each-Schleife hat. Aber das schauen wir uns dann in den nächsten Videos genauer an. Jetzt sage ich nochmal vielen Dank und wir sehen uns bald wieder.